Hey Leute, ich bin gerade überlegen, ob ich mir einen Scooter kaufe. Dafür muss ich dann aber nach Reisdorf fahren, in die Geschäfte. Und das werde ich jetzt erstmal machen. Ich frage Mama, ob sie mich dann fahren kann. Hättest du Lust, mit mir nach Reisdorf zu fahren? Und was wollen wir da? Mir einen Scooter auch kaufen. Und wenn sie da keinen haben? Müssen wir gucken. Ja? Okay. Also ihr seht, meine Pläne sind jetzt im Moment... Okay Leute, gleich wird es nach Reisdorf gehen. Ich nehme gerade eine Next-Kamera auf und die ist, ihr wisst gar nicht, wie sie aussieht. Sie ist übelst kaputt. Wir sind jetzt als erstes bei B und C. Gucken gleich mal, ob da was ist. Und danach können wir vielleicht noch zu einem anderen fahren. Gucken, ob da was ist, aber wenn nicht, müssen wir zu Hause mal gucken, was wir dann machen. Ich bin jetzt hier am PC und guck gerade, was es hier alles für Roller gibt. Hier ist einmal ein blauer, ein schwarzer, ein so regenbogenfarbener, noch ein schwarzer, aber einige sind noch nicht auf Lager. Am besten finde ich den hier eigentlich. Oder? Ja, ich finde den halt schon am besten. Da wurde auch einigermaßen gut runtergesetzt. Dann gibt es hier noch pinke. Der wäre eigentlich auch gut. Aber der ist jetzt nicht. Oder der. Der wurde gar nicht runtergesetzt, egal. Also ich würde den hier nehmen. Es ist eine richtig schwere Entscheidung, welche man nimmt. Aber ich glaube, ich nehme den. Oder doch lieber den. Wenn ich weiß, ich nehme einfach den jetzt. Okay, in den Warenkorb. So, und jetzt werde ich ihn einmal bestellen. So Leute, ich habe gerade gesehen, der ist jetzt nach 5 Tagen oder so angekommen. Hier ist er. Und würde ich mal sagen, den werde ich jetzt erstmal auspacken. Ich habe so lange drauf gewartet. Da ist noch ein anderer Karton drin. So, erstmal hier auf der Seite noch aufmachen. Ja, und raus. Also anscheinend ist das hier nur diese Außenverpackung von dem. Und jetzt muss ich noch eine andere. Leute, wie das aussieht. Ist das? Achso. Lol. Hey, ist das schon zusammengebaut? Ich weiß es gar nicht. Okay, jetzt muss ich aber das ganze Tesafilm einmal abmachen. Auf der Seite. Auf der anderen Seite. Okay. Nein, da ist gar kein Tesafilm. Oh, okay, okay. So. Oh mein Gott. Wenn das eben direkt zusammengebaut ist. Oh mein Gott, da ist es. Aber er ist nicht zusammengebaut. Hier ist einmal der Lenker. Nice. Oh mein Gott. So, da haben wir den Lenker und hier ist auf jeden Fall der Rest vom Roller. Komm. Raus. Und das hier sind Imbusschlüssel jetzt. Okay, und jetzt müssen die da rauskommen. Hier ist, glaube ich, eine Anleitung. Und hier. Ist das Gute. Und der Lenker muss natürlich auch noch ausgepackt werden. Weil den brauchen wir natürlich auch. Jetzt muss das hier einmal hier gerade rauf. Er ist gerade. Und jetzt muss es nur noch festgeschraubt werden. Einmal das Ganze festschrauben. So, also ich bin jetzt das erste Mal draußen mit dem und guck mal, das hier. Der alte, wie gesagt, der alte ist von einem Kumpel von mir und ich werde jetzt mal probieren, so ein paar Sachen hier mit dem Scooter zu machen. Ich bin noch nicht so gut, aber ein paar Sachen kann ich schon. Ein 90 ist, mit dem schwungt man so rum und ein 180 ist, man springt und geht so rum, also 180, 180 und 90 ist sozusagen 90 Grad und 300 und 360 Grad ist dann einmal komplett rum, aber das ist wirklich schon schwer. Und jetzt probiere ich einmal mit 90. Der nächste Trick heißt Bunny Hop. Da geht es darum, man nimmt das Vorderrad hoch und das Hinterrad muss man hochbekommen. Und dann muss man halt zuerst das Vorderrad und dann während das Vorderrad in der Luft ist, das Hinterrad nachziehen. Es gibt noch einen ganz leichten Trick zum Anfang.
nämlich einfach nur hochspringen. Jetzt habe ich noch einen. Man macht das eigentlich in der Luft, also während man springt, Lenker drehen. Aber ich übe das erstmal am Boden. Und das sozusagen dann in der Luft probieren. Aber es ist wirklich schön. Genauso wie der Tail Whip. Das ist nämlich das hier. Man springt sozusagen hoch. Während man in der Luft ist, kippt man das Blech rum und landet dann wieder drauf. Das übe ich, indem ich immer so mache und dann wieder drauf springe. Ich kann es ja mal probieren. Es ist sehr schwer. Ein einziger Trick zum Schluss. Es ist kein richtiger Trick, sondern es ist einfach nur Spaß. Man springt nämlich hoch und macht dann sozusagen einen Spagat und versucht wieder drauf zu landen. Und ja, das ist. Ich finde das gut, das ist wirklich, wirklich nice. Und damit werde ich jetzt auch richtig oft zur Skaterbahn fahren. Und dann würde ich sagen, das war das Video hier. Nehmt euch den Kanal und neben links und rechts zwei Wörter, die müsst ihr euch auch anschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Finally, I'm done. Wait, hold on. Let me give it a final touch.